Bis zu 70 Meter hoch schossen die Lavafontänen rund um den Kilauea aus dem Erdreich. Die glühenden Gesteinsmassen wälzten sich über den Ostteil der Insel. Es war unglaublich. Es rauchte und brodelte. Es donnerte. Steine flogen aus der Erde. Innerhalb von 3 bis 4 Stunden war die ganze Gegend von Lava bedeckt. Und die Gefahr ist noch lange nicht vorbei. Experten gehen davon aus, dass noch viel mehr Magma unter der Erdoberfläche brodelt. Die Lava pulsiert weiter aus den Rissen im Erdreich. Dieser Ausbruch dauert noch an. Die Gesteinsmassen beschädigten Wasser- und Stromleitungen. Durch die Hitze der Lava gerieten Waldstücke in Brand. Und der Lavastrom wälzt sich immer weiter auf nahegelegene Siedlungen zu. 1.700 Anwohner wurden angewiesen, ihre Häuser zu verlassen, auch wegen der lebensgefährlich hohen Schwefelgaskonzentration in der Luft. Doch längst nicht alle folgen der Aufforderung. Hier zu leben ist ein Spiel mit dem Feuer. Dafür hat man diese Schönheit der Natur, die Vulkane. Man muss nur wissen, dass man auf einem aktiven Vulkan lebt. Kilauea liegt auf Big Island, der größten Insel Hawaiis. Er gilt als einer der aktivsten Vulkane der Erde, speit seit 35 Jahren kontinuierlich Lava. Die Menschen auf Hawaii versuchen, die hawaiianische Vulkangöttin Pele mit Zweigen und Blättern im Boden gnädig zu stimmen.